Jo, Freunde. Ja, vielleicht kleiner Ratschlag so von, also natürlich hat Mike Tyson und Kamaru Usman jetzt nicht direkt zu Manuelsen gesprochen, aber ne, die Worte, die hier gesprochen werden, sind auf jeden Fall wichtig. Und Manuelsen ist jetzt nicht der letzte Mensch auf dem Planeten, der einen Kampf verliert. Ne? So, es werden täglich Hunderte, wenn nicht Tausende und wenn nicht Zehntausende von Boxkämpfe oder Kampfsportveranstaltungen gemacht und es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer, ja. Jetzt tun die Leute so, als wäre Manuelsen der erste und der letzte Mensch auf dem Planeten, der mal einen Kampf verloren hat. Also, sehr wichtig, was jetzt gleich folgt. Mike Tyson, Kamaru Usman und ja, schaut euch das Video an, was ich jetzt dazu gemacht habe. Sehr, sehr wichtig. So, Freunde, sehr wichtig, also nicht nur wegen dem Kampf böse Mann Manuelsen, sondern allgemein fürs Leben. Das ist ein Kanal, der so Clips und Highlights von Mike Tysons Hot Boxing Kanal hochlädt, ja. Und man sieht hier Mike Tyson, das ist Kamaru Usman und ich glaube noch irgendein Kämpfer, also ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Kamaru Usman war jetzt ein paar Jahre lang in der UFC Champion, hat aber vor kurzem seinen Titel verloren und Mike Tyson braucht man ja nicht zu erklären. Und Titel des Ganzen heißt Mike Tyson on Being Alone, das heißt Mike Tyson zum Thema Alleine sein. Und da wird halt drüber gesprochen. Kamaru Usman fragt Mike Tyson, ey, wie war das denn so? Warst du glücklicher, als du Champion warst, oder warst du glücklicher, als du den Titel verloren hast? Und so weiter und so fort. Und er erzählt auch von seinen eigenen Erfahrungen. Und er war ja, also Kamaru Usman, war ja kurz nachdem er seinen Titel verloren hat, auch bei Joe Rogan. Joe Rogan ist ja so ein UFC-Kommentator. Und da sagt er, ja, die Leute waren so nach Motto, ey, du bist doch fake, warum, nach Motto, warum heulst du denn nicht, warum bist du denn nicht traurig oder warum zeigst du das nicht so offen, dass du deinen Titel verloren hast? Und dann sagt er auch, hör mal, das ist ein Competition, das ist so ein Wettkampf. Es gibt einen Gewinner und es gibt einen Verlierer, ganz einfach. So, du hast daraufhin trainiert. Natürlich kann man sich besser vorbereiten und so weiter und so fort. Ne? Das steht ja außer Frage. Natürlich gibt es immer Wege, besser, härter vorbereitet zu sein. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages ist das ein Wettbewerb. Es gibt einen Gewinner und es gibt einen Verlierer. Also auf dem Papier. Aber das, was du, also im Prinzip sagen die dazu, das, was nach einer Niederlage passiert, ist doch wichtig. Zum Beispiel sagt Mike Tyson auch, hör mal zu. Ich war mehrmals in meinem Leben broke, also pleite. Mike Tyson war ja einer der bestverdienendsten Sportler der Welt, zeitweise auch der bestverdienendste. Der hat ja teilweise in einer Runde 20, 30 Millionen Dollar verdient. Ne? Der hat ja ein paar wenige Sekunden gekämpft und teilweise 10, 15, 20 Millionen Dollar verdient, so gesehen. Ne? So, und dann hatte der irgendwann, soweit ich weiß, mehrere hundert Millionen, ich glaube 400, 300, 500 Millionen insgesamt und war danach pleite. Ja, er hat ja Scheidungskrieg gehabt irgendwie mit mit seiner Frau und er hatte ja auch Probleme mit der Justiz und bla und ne, jede Menge Schulden gemacht dann wiederum. Der war mehrmals pleite und er sagt, hör mal zu, solange du in dir selbst nicht zusammenbrichst, guckt euch das Video an, das sind nur 2 Minuten 30 Sekunden. So nach Motto, solange du nicht in dich zusammenbrichst als Mann und solange du an dich glaubst, ne, kommst du halt wieder hoch und arbeitest dich wieder nach oben. Natürlich tut das weh, natürlich, die reden auch davon, natürlich ist das schmerzhaft und tut das weh, aber wichtig ist, alleine sein, Schmerz zu ertragen, ohne in sich zusammenzubrechen. Deswegen, ich will das Video jetzt auch nicht ewig lange machen, so, wir kommen auch zum Ende des Videos, guckt euch auf jeden Fall ein paar Videos an, speziell auch das hier, ja. Ertrage den Schmerz, ertrage das Alleine sein, ja. Natürlich sollst, ne, so, wenn es soweit ist, musst du leidfähig sein. Das heißt, du musst leiden können, Schmerz ertragen können. Aber wichtig ist, dass dein Inneres nicht komplett in sich implodiert und du dann dich selber aufgibst und dann denkst, okay, jetzt bin ich in so einem Loch, da bleibe ich jetzt und das war's mit mir. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Abonniert, liked das Video und guckt euch das Video hier an.